herzlich willkommen zu DigiDigger, deinem Podcast rund um New Work, digitales Mindset und Unternehmertum. Heute ist der Tim leider nicht da, weil der Tim befindet sich gerade in seinem wohlverdienten Urlaub. Dafür habe ich heute alleine das große Vergnügen, Sven Franke zu Gast zu haben. Und in dem Vorgespräch habe ich eben schon gesagt, ich bin super froh, dass es nicht andersrum ist, weil ich unbedingt gerne das Gespräch mit Sven führen möchte heute, dem ihr jetzt gleich lauschen könnt. Weil Sven ist absoluter Experte für das Thema New Pay. Das treibt mich auch aktuell rum. Das finde ich super spannend und darüber wollen wir uns heute austauschen. Wie immer, Sven, herzlich willkommen und die erste Frage in diesem Podcast geht immer an dich mit der, wie man auf Kölsch so schön sagt, wer bist du und was machst du? Ja, vielen Dank für die Einladung. Wer bin ich? Sven Franke. Ich habe ziemlich viel Erfahrung in New Work. Ich habe einen Hintergrund aus dem Thema Mitarbeiterbeteiligung, Aktienoptionen, virtuelle Beteiligung, war in einem familiengeführten Konzern, war dann bei einem globalen Dienstleister tätig und bei dem globalen Dienstleister hatte ich die Chance, drei Teams zusammenzuführen und mir die Frage zu stellen, wie geht das eigentlich? Und ich habe zu dem Zeitpunkt New Work gemacht, ohne den Begriff zu kennen. Also eigentlich aus mir selber heraus entwickelt, was macht Sinn, wie kann ich 40 Mitarbeiter führen, wenn ich keine Unterstruktur haben will. Und das war mein Einstieg in New Work. Bin dann 2013 mit ein paar Kollegen zusammengekommen und wir haben die Idee entwickelt, zu Augenhöhe Filme zum Thema neue Arbeitswelt zu machen, Augenhöhe und Augenhöhe Wege, ein Projekt, was mich dann von einer Idee bei einer Open-Space-Veranstaltung letztendlich 4 Jahre begleitet hat, sehr intensiv begleitet hat. Und dann sind wir in 2017 und 2017 habe ich CoX mit meiner Partnerin gegründet, eine Organisation, die andere Organisationen in der Veränderung begleitet. Bin New Worker des Jahres geworden, von Xing ausgezeichnet und gleichzeitig war 2017 der Start für New Pay. Und es war relativ einfach. Wir haben uns die Frage gestellt, was ist ein Tabuthema in New Work? Und das war sofort klar, es ist das Thema Vergütung. Und ja, kann man das nicht anders machen? Und wenn man das anders machen kann, wie könnten das heißen? New Pay, der Begriff war super schnell gefunden. Wir haben eine Blogparade gemacht, haben Menschen aufgerufen, dazu was zu schreiben. Sehr erfolgreich, innerhalb von 6 Wochen 60 Beiträge. Von Unternehmen, die was anders gemacht haben, von Professoren, die dazu was geschrieben haben, von Vergütungsberatern. Und für uns haben wir dann beschlossen, eine Learning Journey zu machen, dabei ein Buch zu schreiben, das 2019 rauskam mit New Pay. Und einen Monat später kam die erste Organisation auf uns zu. Wir haben euer Buch gelesen, ihr müsst uns begleiten. Und jetzt 2023 kann ich sagen, dass mich das Thema voll und ganz eingenommen hat. Wir machen 95% New Pay Themen und im Herbst wird ein zweites Buch erscheinen mit New Pay Journey, was so unsere Erfahrungen dann nochmal widerspiegelt. Ah, hervorragend, wie spannend. Vielen Dank erstmal für die Einordnung. New Pay ja dann dein Thema geworden und auch das Thema, über das ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil ich habe euer Buch auch zu Hause stehen, weil ich auch so in dieser ganzen New Work Umgebung und dann naja, Gründung unserer Organisation Rebel Recruiting in 2017 dann auch viel
mit diesen New Work-Gedanken von Anfang an dabei gewesen. Und ja, auch wir haben dann irgendwann uns überlegt, okay, wie machen wir das eigentlich so mit Bezahlung? Wie funktioniert das? Was kann man tun? Und darüber bin ich eben dann auch auf dich und auf euer Buch aufmerksam geworden und habe auch in der Reise und Entwicklung unseres Podcasts dann gesagt, okay, den Sven, der ist einer dieser Menschen, den muss ich unbedingt mal vors Mikrofon bekommen. Weil ich es total spannend finde, darüber uns auszutauschen, weil ich es auch schon immer noch, ich bin gespannt, wie du das gleich siehst, aber schon ja auch Vergütung und Bezahlung in Deutschland immer noch als Tabuthema empfinde und dann auch heute diesen Podcast zu nutzen, um das nochmal aufzumachen und auch zu sagen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, fand ich einfach eine ganz, ganz spannende Diskussion. Lass uns doch da vielleicht mal direkt eintauchen, weil so das Wort Tabuthema hast du ja eben aufgebracht. Ich habe es jetzt aufgenommen. Wie empfindest du das? Wie hat sich das für dich in den letzten Jahren entwickelt? Was würdest du sagen, wie wir gerade so auf dem deutschen Markt generell erstmal mit dem Thema Gehalt umgehen? Ich glaube, wenn man auf den deutschen Markt schaut, sehen wir ganz viel Traditionelles. Wir sehen die klassischen Tarifverträge, die für viele Organisationen nicht mehr passen. Wir sehen nach wie vor, dass Verhandlungsgeschick eine große Rolle spielt, dass vielleicht Nasenfaktor auch in Gehaltssystemen abgebildet ist. Und das trifft jetzt auf die Arbeitsgerichte. Und es wird zunehmend festgestellt, ja, Verhandlungsgeschick darf gar keine Rolle mehr spielen. Es müssen Kriterien her. Wir werden großen Druck kriegen aus der europäischen Gesetzgebung, aus der EU heraus. Die haben Transparenzrichtlinien verabschiedet, die Deutschland innerhalb von 3 Jahren wie üblich umsetzen muss. Und wir haben natürlich auch die Debatte und die berechtigte Debatte zu Gender Pay Gap. Absolut. Und das sind alles Themen, die natürlich auch uns nicht loslassen und uns berühren. Das Schöne daran ist, und man könnte bei New Pay sofort denken, ach, das ist nichts für unser Unternehmen, weil wir gar nicht New Work machen. Und das Schöne daran ist, dass unsere Kunden ganz, ganz breit sind. Wir haben Produktionsunternehmen mit einem Patriarchen an der Spitze, der trotzdem New Work umgesetzt hat. Und wir haben natürlich auch diese digitalen Vorreiter als Unternehmen. Das heißt, diese ganze Bandbreite. Und das macht es extrem spannend. Definiere doch bitte mal für die Menschen, die jetzt zuhören, weil wir sprechen die ganze Zeit von New Pay. Und ja, wir haben jetzt auch schon drüber geredet, es leitet sich ab aus New Work, nicht zwangsläufig, aber das ist so deine Historie. Aber was ist es denn überhaupt? Also was ist denn New Pay überhaupt? Worüber reden wir in diesem Podcast denn jetzt? Also es ist kein Vergütungssystem. Sondern, zu wissen. Sondern es ist ein Prozess hin zu einem eigenen Vergütungssystem aus der Organisation für die Organisation. Starke Einbindung der Mitarbeiter im Entwicklungsprozess. Und wenn wir tiefer reinschauen, ist klar, wir werden alte Muster hinterfragen, wir werden Rituale hinterfragen, wir werden aber auch Regeln hinterfragen, die in der Vergangenheit gültig waren. Ziel ist, ein Vergütungssystem zu entwickeln, was am Wertbeitrag der Organisation ausgerichtet ist. Und warum ist das wichtig? Na, wenn ich drauf schaue, Wertbeitrag der Organisation, dann ist genau das, was die Organisation zukunftsfähig macht. Und wir kennen diese Diskussion aus New Work heraus, dass Organisation, Struktur und Kultur eng miteinander verwoben ist. Ich glaube, das wird kaum noch einer bestreiten. Mhm. Und wir sind davon überzeugt, dass Vergütung der dritte Hebel ist oder der dritte Player in diesem Spiel. Das heißt, Vergütung beeinflusst auf jeden Fall massiv Kultur, weil ich festlege, was ich bezahle und was ich nicht bezahle.
Und es beeinflusst indirekt auch das Thema Organisation, Verantwortungsübernahme, diese Themen. Ja, absolut. Also da ist ja eine totale Wechselwirkung untereinander. Ich mache mir ja auch immer ja so schöne Notizen, damit ich nachher eine Zusammenfassung machen kann. Ich habe mir das direkt auch gerade so als Schaubild aufgemalt, weil ja klar, das ist ja so ein Kreislauf, ne? Total nachvollziehbar. Und doch ist es so ein spannendes Thema, das auch ich irgendwie bei vielen unserer Kundinnen und Kunden immer wieder mitbekomme, dass ich auch bei uns selber miterlebe, dass wir so sagen, dass es ja viele Unternehmen gibt. Ich bin gespannt, wie du das siehst, die sich auf diesen New Work Weg gemacht haben, die denen Kultur und Werte wichtig sind und die in ihren Vergütungsmodellen aber trotzdem noch sehr traditionell aufgestellt sind und dadurch natürlich dann auch was Augenhöhe, was Kooperation, was Werteorientierung dann immer wieder an Grenzen stellen, weil die Kultur dann doch daran ausgerichtet ist, na, wenn ich irgendwie mich am besten um meine Ellbogen kümmere, dann verdiene ich am Ende des Tages am meisten Kohle. Und ehrlicherweise ist das halt eine Triebfeder, warum ich hier bin. Weil wenn ich nur ausschließlich Gutes tun wollen würde, dann könnte ich das halt auch mit meinen Kindern auf dem Spielplatz tun, sage ich jetzt mal. Ne? Also etwas überspitzt dargestellt. Und das finde ich total interessant. Was sind denn, an welchem Punkt kommen Unternehmen denn auf dich oder euch zu und fragen nach Hilfe? Es gibt verschiedene Gruppen, würde ich sagen. Das eine ist, die eine Gruppe besteht aus Organisationen, die schon viel Vergütungsberatung hatten und die merken, klassische Vergütungsberatung hilft ihnen nicht, weil sie in der Regel mit einem Konzept kommen, mit einer klaren Vorstellung, wie das Vergütungssystem für die Organisation aussieht, weil sie den Markt kennen, weil sie den Wettbewerb kennen und mit so einer Voreinstellung reingehen. Diese Erfahrung haben die Organisationen gemacht und sie haben aber auch die Erfahrung gemacht, es hilft ihnen gar nicht. Und das ist der eine Kundenkreis. Der andere Kundenkreis, den hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben, wo die Erkenntnis gereift ist, boah, das sind ja drei Player. Und wir müssen das Thema Vergütung anders angehen, weil das Thema Vergütung so stark unsere Kultur beeinflusst, unsere Organisation beeinflusst, dass es stimmig sein muss, damit wir gemeinsam zukunftsfähig sind, damit wir gemeinsam Wertbeitrag erzielen und dass diese Störfelder, die du ja auch beschrieben hast, rausgenommen werden. Und dann kannst du nur eintauchen in die Organisation und mit der Organisation gemeinsam daran arbeiten, diese Störfelder letztendlich aus dem Vergütungssystem rauszunehmen. Und was ich total toll finde, auch von dir zu hören, was ich auch immer wieder gelesen habe, du hast ja eben auch schon in deiner Definition gesagt, New Pay ist nicht das Vergütungssystem. Na, also es ist nicht, du machst genau das eben nicht. Du kommst jetzt nicht zu Rebel Recruiting oder zu Jungmut, also in unsere beiden Organisationen rein und sagst, so Freunde, so macht ihr das jetzt. Ne? Sondern dann erarbeiten wir uns das gemeinsam. Und du hast es ja jetzt schon viele Organisationen durchbegleitet. Erkennst du aber trotzdem, also damit wir auch für die Menschen, die uns jetzt zuhören, einen Mehrwert aus dem Gespräch ziehen können, erkennst du, gibt es Patterns, gibt es Muster, die du erkennst, was sind die Störfelder, die wir uns als erstes angucken sollten? Also was wollen wir eigentlich aus traditionellen Vergütungssystemen, was wollen wir da eigentlich aus dem Weg räumen? Weil ich könnte mir vorstellen, die Störfelder, die sind ja erstmal vergleichbarer, die Lösungsansätze mögen anders aussehen, da kommen wir dann später zu. Aber was sind aus deiner Sicht so die größten Kulturverhinderer, sage ich jetzt mal, auf dem Weg zu wirklich New Work und wirklich, Ja, eine wichtige Frage, mit der wir uns ziemlich früh im Prozess beschäftigen, ist das Thema Wertbeitrag. Weil wenn wir klassisch auf Vergütung schauen, dann schauen wir gerne in den Markt hinein, was zahlt eigentlich der Markt für eine vergleichbare Stelle und so weiter. Dann gibt es klassische Grading-Systeme, die irgendwie
10, 15 Aspekte abfragen, die das sichern, dass es im Markt vergleichbar ist. Aber sind das wirklich die Kriterien, die für die Organisation wichtig sind? In der Regel nicht. Natürlich gibt es so eine klassische Überschneidung, dass man sagt, naja, zum Wertbeitrag gehört das Thema Wissen und Können. Also Funktionen sind da, weil sie Wissen und Können mitbringen. Aber was ist es noch? Was kann es noch sein? Das ist häufig so ein Aspekt wie Komplexität. Und jetzt wird es schwierig. Was heißt denn Komplexität im eigenen Unternehmen? Was verstehen Organisationen darunter? Also selber. Und wo sind die Unterschiede, wenn ich auf Funktionen schaue? Also wir zoomen wirklich tief rein von so einem Überblick, wie werdet ihr erfolgreich? Was braucht ihr auch in der Zukunft hin zu, was müssen Funktionen mitbringen? Und im zweiten Schritt, was ist denn bei der Person wichtig, die ihr einstellen wollt? Sowohl eine Grunderwartung an jeden Mitarbeiter zu definieren, als auch, naja, den persönlichen Teil zu definieren, wenn es Unterschiede gibt innerhalb einer Funktion. Man kann sich dazu ja auch entscheiden, Funktionen völlig identisch zu bezahlen und sagen, ich habe einen Projektmanager und der Projektmanager verdient bei uns 45.000 Euro. Punkt. Machen die wenigsten Organisationen, aber natürlich gibt es das. Weil wenn ich auf Vergütung schaue, habe ich erstmal die gesamte Bandbreite zur Verfügung. Von Einheitsgehalt, alle verdienen dasselbe in der Organisation, bis zur anderen Kante Wunschgehalt. Der Mitarbeiter definiert selber, was er verdienen will. Und alles haben wir in Deutschland. Also wir haben diese gesamte Bandbreite. Und alles, was dazwischen liegt, von Bewertungssystemen, von Gehaltsformeln, von Kombinationen. Wir begleiten gerade einen Kunden, der nachhaltiges Leben im Vergütungssystem unterstützen wird. Okay. Wow. Wie kann ich mir, kannst du darüber, also wie wird es denn erfasst? Auch hier arbeitet ein Team dran, aus der Mitarbeiterschaft zu sagen, was ist denn für uns nachhaltiges Leben? Und natürlich sind Abgrenzungen da erstmal gar nicht so einfach. Ne? Ist es, weil ich kein Auto habe oder weil ich mir eine Solaranlage aufs Dach gebaut habe? Oder ist es, weil ich mit dem Bus fahre? So. Das ist natürlich erstmal eine Herausforderung und gleichzeitig passt es total zu der Kultur, zu der Vision der Organisation. Und warum soll man das dann nicht vergüten? Ja, unbedingt. Ich glaube, das ist halt das Wichtige, ne? Dass wir als Organisation überhaupt erstmal definieren, warum sind wir überhaupt hier? Was machen wir überhaupt? Ne? Und natürlich habe ich eine andere Kultur und auch eine andere Vergütung, wenn meine bloße Daseinsberechtigung ist, ich will Kohle machen, komme was wolle, ne? Dann bezahle ich natürlich auch Menschen anders und leite sie dazu an, möglichst viel Geld zu verdienen. Oder wenn ich eine andere Form, wenn ich Nachhaltigkeit propagiere und das tun will oder Mischformen von beidem. Ne? Also das finde ich auch total interessant zu beobachten, wie sich ja sowas auch entwickelt. Ne? Also wenn ich auf meine eigene Organisation gucke, wir sind auch sehr visionär gestartet. Ich komme so aus der traditionellen Personalberatung, die sehr KPI, sehr zahlengetrieben ist, wo auch die Vergütungssysteme entsprechend sind, die ein Individuum provisionieren für einen bestimmten Abschluss, was dann eben oft dazu führen kann, dass ja Menschen zahlen werden, ne? In ja eigentlich einem Business, das total people-getrieben ist. Und ganz am Anfang haben wir eher so das Gegenteil davon gemacht, ne? Weil ich alles anders machen wollte, weil es so total wertegetrieben war, weil ich genau das Gegenteil davon tun wollte, was natürlich auch nicht funktioniert hat. Ne? Also weil wenn wir jetzt, sorry, wenn ich es jetzt so formuliere, aber wenn wir nur noch irgendwie unseren Namen tanzen und Ringelpiez mit anfassen spielen, dann verkauft halt keiner mehr was. Ne? Und dann funktioniert es ja auch nicht.
Ne? Und da, das war für uns auch total interessant zu gucken, okay, wie können wir uns da angleichen? Ich werde nie vergessen, wie ganz zu Beginn mit unserem Agile Coach wir uns, glaube ich, in Jahr 1 hingesetzt haben. Wir haben Delegation Poker gespielt. Für die Menschen, die es nicht kennen, eine relativ einfache Form, in der wir visualisieren können, wie viel Delegation eigentlich gewünscht ist. Und da kam ganz klar raus, dass zu dem Zeitpunkt die Belegschaft nichts damit zu tun haben wollte. Ne? Weder mit irgendeiner Form für Budgetierung noch über Gehalt zu sprechen, weil wir da auch saßen, klar, lass doch einfach alle gemeinsam entscheiden, wie viel Geld wir haben, wie wir das verteilen können. Und alle halt gesagt haben, nein, wollen wir gar nicht, das ist eure Aufgabe. Und sich das über die Jahre natürlich aber auch geändert hat und auch die Vision und die Mission des Unternehmens gewachsen ist und wir damit auch immer wieder drauf geguckt haben, okay, wie funktioniert auch Vergütung dann bei uns, ne? Und was für einen Impact hat sie? Und da werden wir nie angekommen sein, zum Glück, ne? Aber auch heute, ich denke das dann auch immer wieder, ne? Und gucke und wie können wir es machen und welchen Impact hat es dann eben auf die Kultur, ne? Und auch zu gucken, genau wie du das gesagt hast, wie ist der Wertbeitrag? Wer hat jetzt auch in der Wertschöpfungskette welchen Anteil? Wie wollen wir das messbar machen? Wie wollen wir das vergüten? Ja, finde ich total interessant. Was würdest du mir denn raten? Ich habe dir jetzt so ein bisschen ja schon erzählt. Wenn ich an so einem Punkt bin, da befinden sich ja viele, die sich auf diese Reise gemacht haben, die sich immer wieder hinterfragen, auch an einem Punkt sind, wo wir irgendwie auch in der Organisation das diskutieren. Was machen, außer dein Buch lesen und dich um Hilfe fragen? Also erstmal, das Buch lesen ist natürlich toll und wir haben das große Glück, dass wir viele Organisationen kennen, die einfach mit unserem Buch gearbeitet haben und einfach ihren Weg selber gegangen sind. Also es muss nicht die Begleitung sein. Der ein oder andere kommt dann mal für ein Sparring und sagt, hey, boah, jetzt stehe ich gerade an so einer Kante, ey, das ist vielleicht besser mal 2 Stunden zu investieren, und um ein Stück weiterzukommen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Naja, es fängt bei der Erkenntnis an, die wir schon diskutiert haben, ne? Zu erkennen, das sind diese 3 Player und Vergütung ist ein wichtiger Player. Und dann hinzuschauen, zu sagen, was will ich denn wirklich? Wir haben 7 Dimensionen definiert, die aus unserer Sicht, wenn ich über Vergütung spreche, maßgeblich sind. Und das ist das große Thema Fairness, bewusst nicht Gerechtigkeit, sondern Fairness. Und Fairness setzt sich zusammen aus Verfahrensgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit, wobei Verfahrensgerechtigkeit der größere Hebel ist. Also fühlt sich für den Einzelnen das Verfahren gerecht an. Bin ich da gerecht behandelt worden? Kann ich es nachvollziehen, warum ich mein Gehalt kriege? Und dann sind wir bei der nächsten Dimension, das Thema Transparenz. Und hier rede ich gar nicht über Einzelgehälter-Transparenz, sondern es geht um Transparenz und Nachvollziehbarkeit als Player. Also kann ich es nachvollziehen, was da passiert? Wenn es nämlich für mich dann fair ist, gehe ich davon aus, dass alle anderen auch fair behandelt wurden, und dann ist schon super viel erreicht mit dem Vergütungssystem. Dann hast du einen Riesensprung in der Kultur gemacht. Die anderen Aspekte sind, wir denken, also wir glauben nicht an diese Einzelleistung. Ich glaube, die Zeiten dieser wirklichen messbaren Einzelleistung, da gibt es nur noch ganz, ganz wenige Jobs. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Gedanke kommt aus dem Akkordlohn, wo es super einfach zu messen war. Einzelleistung und Leistung überhaupt. So, ne? Was ist denn Leistung? Das Thema Partizipation, Menschen wollen beteiligt werden, auch wenn sie sich am Anfang sträuben. Ich finde, du hast es schön beschrieben, ne? Ach nee, macht ihr das mal. Naja, das ist auch erstmal nicht schön, da hinzuschauen, ne? Und es ist auch echt anstrengend, mal auf seine Glaubenssätze zu schauen und vielleicht den einen oder anderen Glaubenssatz auch mal zu hinterfragen, mit dem man vielleicht 25, 30, 40 Jahre gelebt hat.
Selbstverantwortung ist noch ein wichtiger Aspekt für uns. Flexibilität, also dass das System auch atmen kann und leben kann, was entsteht. Und zum Schluss, und ich finde, das hast du schon indirekt angesprochen, die Vergütungssysteme, die entstehen, sind permanent besser. Also sie werden sich verändern. Die Zeiten, dass Vergütungssysteme 5 oder 10 Jahre in der Schublade liegen und unverändert da liegen bleiben, die sind vorbei. Ja, absolut. Auch das ist ja ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt. Die Menschen entwickeln sich weiter, der Markt verändert sich, die Anforderungen verändern sich und ja auch die ganze Organisation. Also muss sich natürlich auch das Vergütungsmodell entsprechend anpassen. Was würdest du denn sagen? Wir haben ja jetzt eben schon mal darüber gesprochen. Also ich finde diese 7 Dimensionen super interessant, die du jetzt aufgezählt hast. Da kann man natürlich auch immer noch der Hinweis, ne? Das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Also wenn ihr das hört, tiefer in die Dimensionen einsteigen wollt, ist es wahrscheinlich, dass visuell vor sich zu haben, einfacher, als wenn wir das jetzt im Detail besprechen. Ich fand es aber total wichtig und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, okay, was sind so die Störfaktoren, ne, in Vergütungssystemen? Wir haben schon über einen Wertbeitrag gesprochen. Kannst du uns auch aus deiner jahrelangen Erfahrung noch so ein paar Positivbeispiele mitgeben? Also wie lösen denn Partner von dir, mit denen du arbeitest, wie lösen die denn das Thema heute so? Was gibt's für Ideen? Was passiert da gerade am Markt? Wie kann Vergütung denn anders gemacht werden, als es traditionell so passiert ist, damit wir einfach mit ein paar Ideen auch hier rausgehen können? Ich glaube, das, was wichtig ist, wenn man hinterher aufs Ergebnis schaut, dann ist es vielleicht gar nicht so sexy, wo man sagt so, oh, ja, das Ergebnis sieht ja jetzt, überrascht mich vielleicht nicht. Darum ist dieser Prozess so wichtig. Ich möchte ein Beispiel nehmen und bewusst kein New Work Beispiel, sondern ganz klassische Produktion. Wir haben mit Mitarbeitern der Kabelfertigung, also die den ganzen Tag Kabelbäume flechten, haben wir ein Vergütungssystem für diesen Standort entwickelt. Und in Corona-Zeit, virtuell, ohne Kamera, weil die Rechner gar keine Kamera hatten. Und das, was sie für sich entwickelt haben, ist ein Grading-Schema, aber ein ganz, ganz einfaches. 4 Kriterien, 4 Abstufungen. Damit haben sie ihre gesamte Organisation abgebildet. Also vom Werksleiter bis zur Hilfskraft. Alles komplett abgebildet und dann wurde das Vergütungssystem draufgesetzt, also mit der Information der Vergangenheit, das, was sie für sich gemerkt haben, boah, wir haben Funktionen, die waren uns gar nicht bewusst. Also es sind plötzlich neue Funktionen sichtbar geworden und gleichzeitig sind plötzlich Karrierewege auch in so einer Produktion sichtbar geworden, ne? Also wie kann ich mich denn weiterentwickeln und welche Kompetenzen werden dann verlangt? Also wirklich ein ganz, ganz simples Thema. Ein zweites Beispiel noch, was ich auch sehr spannend finde, Vertriebsteam. Das war eines unserer ersten Kunden und klar, klassisch vergütetes Vertriebsteam, das heißt, ein kleines Festgehalt, viel Provision obendrauf. Und das ist ein familiengeführtes Unternehmen und die Inhaber sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wir wollen das verändern, wir müssen das verändern, weil es nicht mehr zu unserer Kultur und zu unserer Überzeugung passt. Und wir können uns vorstellen, komplett ohne Provision zu leben, die Provision in Fixum umzuwandeln. Also erstmal so, wo man sagt, so, oh, krass, okay. Ja, und dann haben wir mit dem Vertrieb gesprochen.
und später mit dem Vertrieb gearbeitet und die konnten sich das gar nicht vorstellen. Weil sie gesagt haben, boah, wenn das gewandelt wird, dann macht uns das total Druck, weil wir ja wissen, was wir eigentlich dafür leisten müssen. Also so mit der Kenntnis der Vergangenheit, ich muss so und so viel Produkte verkaufen. Wenn ich das spannend nicht erreiche, macht mir das totalen Druck, weil dann merke ich ja, ich werde irgendwie eigentlich zu gut bezahlt für das, was ich in Anführungszeichen leiste. Und mit denen haben wir gearbeitet und haben gesagt, okay, das ist die Vorstellung der Geschäftsführung, ihr wollt nicht darauf verzichten, wie kann denn ein Modell für euch aussehen, was so einen Übergang darstellt? Und sie haben eins entwickelt und haben gesagt, naja, je nach Zugehörigkeit sollen x Prozent der Vorjahresprovision gewandelt werden, können in Fixum. Also Beispiel, maximales Beispiel, 7 Jahre in der Organisation. Du kannst 80% der Vorjahresprovision in Fixum umwandeln. Dann hast du quasi nur noch diese 20% Provision um, hast ein hohes Fixum. Und das haben sie abgestuft gebaut. Und es wurde jedem Mitarbeiter vorgeschlagen. Du kannst wechseln, du kannst im alten System bleiben. Mhm. Also wirklich beide Systeme nebeneinander gestellt. Und spannenderweise sind alle ins neue System gewechselt. Ah, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Alle sind ins neue System gewechselt. Und das läuft jetzt 2 Jahre. Mhm. Jetzt kamen sie und haben selber weitergearbeitet und haben gesagt, Provision macht gar keinen Sinn. Also, Sie merkten zunehmend mit ihrer Erfahrung, dass weder das Thema Wertbeitrag, also in dem Fall Verkaufsleistung, nachlässt, noch irgendwelche anderen positiven Effekte da sind, dass es starke Schwankungen gibt, sondern das nivelliert sich alles ziemlich. Und momentan arbeiten sie daran, wie kann denn ein System aussehen, wo wir denselben Wertbeitrag bringen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nur noch das Fixum haben. Ja, super interessant. Also wir haben natürlich auch viel mit sehr vertriebsorientierten Organisationen zu tun. Wir sind ja selbst auch eine, ne? Also wir sind ja auch eine klassische, zumindest denkt man das, aber ja, es ist natürlich eine Vertriebs-, also auch Recruiting, Mitarbeitergewinnung und gerade auch Mitarbeitendenvermittlung ist natürlich eine vertriebsorientierte Tätigkeit, bis hin zu in Agenturen wie bei unseren, sogar die vertriebliche Champions League, weil du ja auf beiden Seiten irgendwie verkaufst, ne? Und da sind ja so die Vergütungsmodelle in den meisten Unternehmen, in denen ich so arbeite, super klassisch, ne? Und genauso Individualprovision bei uns in Teilen auch noch. Ja, deswegen finde ich gerade so Vertriebsthemen halt super spannend, ne? Weil man ja klassischerweise bei vertrieblich arbeitenden Leuten vermeintlich die Leistung relativ einfach messen kann am Vertriebserfolg. Vermeintlich, ne? Also man natürlich aber auch nicht weiß, okay, wie viel ist jetzt von der Marketingabteilung dazu gekommen, wie viel, wer hat jetzt eigentlich wirklich was gemacht, was war Glück, was war wirklich Können, was kommt jetzt irgendwie von wo, ja, deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr spannend, auch gerade so ein Vertriebsthema. Und genau, und das ist der Punkt auch beim Vertrieb. Ne? Wo kommt das eigentlich her? Ein befreundeter Unternehmer sagt immer, wenn unsere Entwicklungsabteilung einen richtig guten Job macht, die sind in einem sehr engen Markt, wenn unsere Entwicklungsabteilung einen richtig guten Job macht, dann reißen unsere Kunden das Produkt uns aus den Händen. Welche Leistung hat dann noch der Vertrieb? Wenn die Entwicklungsabteilung einen richtig schlechten Job macht, spricht sich das so schnell im Markt rum, da kann der Vertriebler noch so gut sein, der wird dieses Produkt ganz, ganz schwer verkaufen können. So, und wer hat jetzt wirklich den Wertbeitrag gebracht? So, und ich glaube, solche Situationen haben wir immer stärker, dass es einfach aus der Organisation kommt, sei es Marketing, sei es Webseite, sei es
Sales intern, die Vorbereitungen, die notwendig sind und so weiter, oder der Erstkontakt, der möglicherweise irgendwo zustande gekommen ist. Und das sind genau die Herausforderungen, auf die wir, glaube ich, reagieren müssen. Und wir haben immer noch in den Köpfen, und vielleicht ist das auch eines dieser Glaubenssätze, Vertriebler ticken anders. Das lasse ich einfach mal stehen. Das ist gut, das mal so in den Raum zu stellen, weil klar ist es was, wo man unbedingt auch nochmal rangehen kann. Ne? Also weil wir sowohl bei uns selber als auch wir vermitteln ja auch Vertrieblerinnen und Vertriebler in Organisationen. Und klar, die vermeintliche Idee ist immer zu sagen, ja, wie sieht denn das Provisionsmodell aus, wie viel Geld kann ich denn dann daran verdienen? Und dann kommt immer noch dazu, okay, wie ist es aber eigentlich, was ist eigentlich mit quereinsteigenden Menschen zum Beispiel, die bisher total empathisch in vertriebsnahen Dingen gearbeitet haben und eigentlich total gut verkaufen können, was auch immer das dann heißt, ne? Also eigentlich einen hervorragenden Job machen können, aber noch nie in so einem System sozusagen gearbeitet haben. Und irgendwie auch alle Menschen, die ihr Vertrieb machen, haben irgendwann mal damit angefangen und sind dann ja so sozialisiert worden in ihrer beruflichen Laufbahn. Ne? Und auch im Vertrieb gibt es ja dann nochmal ganz unterschiedliche Menschen. Halt die das machen, um Geld zu verdienen, ja, die kriege ich wahrscheinlich eher mit so einem System. Vielleicht, es sei denn, ich habe auch anders irgendwie ein gutes System erbracht, in dem ich auch viel Geld verdienen kann. Warum denn auch nicht? Im Optimalfall verdienen wir ja alle viel Geld, weil wir alle einen guten Job machen und Gutes tun und uns das im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie auch ja gemeinsam erarbeiten. Das wäre ja das Optimum. Und vielleicht brauche ich aber für meine Kultur eben nicht so den Anführungszeichen, sorry für das Stereotyp, Ellbogenvertriebsmenschen, der halt nur auf seine Individualprovision aus ist, sondern ich finde einen guten Mittelweg dessen. Ja, hier hilft es immer auf Douglas McGregor zu schauen, der schon 1960 das Thema Menschenbild beschrieben hat. Mit der Theorie X und Theorie Y findet man. Der einfach sagt, naja, wir haben so ein Bild vom anderen. So, und das Bild wird manifestiert in der Erfahrung, in der ich mache, die man selber macht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Natürlich kennt man die erfolgreichen Vertriebler, die genau in diesem System funktioniert haben, so, ne? Aber wer war, also das Henne-Ei-Thema eigentlich, ne? So, wer war denn zuerst da, ne? War das Incentive da oder war nicht einfach ein sehr empathischer, sehr, sehr gut connectender Mensch da, der einfach Lust hat, Wertbeitrag zu leisten zur Organisation, ne? Also, da vielleicht nochmal so einen Ausflug hinmachen, gedanklich. Ja, absolut. Vielen Dank für die Einladung zu diesem gedanklichen Ausflug. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Auch das verlinken wir in den Shownotes. Ich würde fast sagen, bis hierhin ist es doch ein super rundes Gespräch gewesen. Sven, ich danke dir. Wir haben über ganz viel gesprochen. Ne? Haben angefangen mit deiner eigenen Geschichte, mit deinem Hintergrund aus New Work, mit der Gründung eurer eigenen Organisation und der Begleitung, ne, und dann so dem Erarbeiten, was ist eigentlich das Tabuthema in New Work, aus dem du kommst, das ist eigentlich die Bezahlung, die Vergütung, New Pay, gerade in Deutschland, ne, traditionell gehaltlich aufgestelltes Land, in dem es um Nasenfaktor geht, in dem es ums Verhandlungsgeschick geht, in dem wir auf jeden Fall ein Gender Pay Gap haben, habe ich mir nochmal ganz dick unterstrichen, ist was, worüber wir nochmal eine eigene Folge unbedingt machen sollten, weil das ist was, da müssen wir möglichst super schnell ran. Die Definition deinerseits, halt zu sagen, New Pay ist halt ein Prozess, ein eigenes Vergütungssystem zu generieren aus der Organisation für eine Organisation mit dem Ziel, das Ganze am Wertbeitrag der Organisation auszurichten. Also in diesem Dreieck Kultur, Vergütung, Organisation. Das fand ich war ein sehr eingängiges Bild für mich. Vielen Dank. Wir haben über die 7 Dimensionen gesprochen, du hast uns 2 Beispiele mitgegeben, also wie ich finde, sehr, sehr umfänglich, wie das in so einer 3-5-Stunde möglich ist, haben wir über das Thema geredet. Du hast mein Herz höher schlagen lassen, ich danke dir auf jeden Fall. Was gibt's noch so aus deiner Sicht, was
wichtig ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Also aus meiner Sicht sind so zwei Aspekte, die ich aus eigener Organisation mitgeben möchte, ist, es gibt einen New Pay Campus. Niederschwellige Formate, um in dieses Thema reinzukommen. Angefangen von, was ist New Pay? Dann nicht in 45 Minuten, sondern doch in 2 Stunden. Aber auch so arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen. Da ist ja auch immer sofort, wenn man an Vergütung denkt, denkt man sofort an Arbeitsrecht und vieles ist gar nicht relevant, würde ich es mal so formulieren wollen. Bis dahin, vielleicht als letzten Aspekt, wie sieht eigentlich euer Arbeitsvertrag aus? Und passt der Arbeitsvertrag eigentlich zur Kultur eurer Organisation oder ist das eher ein rechtliches Rahmenkonstrukt, was irgendwie da ist und eigentlich ein falsches Bild auf die Organisation wirft? Absolut spannendes Thema, haben wir uns auch gerade mit auseinandergesetzt. Super spannend, danke für den Input nochmal. Ja, hervorragend. Dann als allerletztes, Sven, gib doch nochmal den Menschen, die das jetzt hören und sich denken, oh, mit dem Thema möchte ich mich auch nochmal auseinandersetzen. Wie erreichen wir dich am besten? Ich bin ziemlich umtriebig. Also ich bin auf den klassischen Social-Media-Kanälen unterwegs. Wenn man New Pay googelt, haben wir das Glück, dadurch, dass wir New Pay als Marke eingetragen haben und sehr offen mit unseren Inhalten umgehen, dass wir ziemlich hoch gerankt sind einfach bei Google. Also man findet mich. Absolut. Und ihr könnt auch in den Shownotes gucken. Da habe ich natürlich alles, haben wir dann alles verlinkt. Sven, ich danke dir. Das war ein ganz, ganz toller Austausch. Und auch lieber Mensch, der du das gerade verfolgst und das gerade hörst, dir möchte ich natürlich auch von Herzen danken, weil für dich machen wir das Ganze hier ja am Ende. Ich freue mich unbedingt auf Feedback zu dieser Folge. Ich freue mich aber auch über Themen, die dich umtreiben. Tim und ich, wir haben immer Interesse daran zu erfahren, was möchtet ihr als nächstes gerne hören? Habt ihr Menschen, die wir für euch gerne vors Mikrofon zerren, in Anführungszeichen, dürfen oder sie hinsetzen und mit ihnen spannende Gespräche führen dürfen? Und da freuen wir uns drüber. Und was uns unbedingt hilft, ganz eigennützige Bitte, gerne den Podcast abonnieren. Je nachdem, wo ihr das hört, 5-Sterne-Bewertungen geben oder auch weniger, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber gerne bewerten, teilen, schreiben, weil das hilft uns dann, eine noch größere Reichweite zu bekommen und so spannende Themen wie New Pay noch weiter zu verbreiten. Vielen Dank, ihr Lieben da draußen. Vielen Dank, Sven. Bis bald. Ciao.